hinter der Kamera. Und zwar, weil meine Schwester euch heute zeigen wird, wie es dazu kommt, dass die Milch von der Kuh zur Molkerei gelangt. Zuerst wird sie nun unsere Kuhfienchen anmelken. Im Anmelkbecher prüft sie, ob die Milch in Ordnung ist und ob man nichts Unverändertes sehen kann. Dazu schauen wir jetzt auch einmal in den Anmelkbecher. Das sieht sehr gut aus. Als nächstes wird das Euter mit einem Baumwolltuch gereinigt. Das dient dazu, dass keine Schmutzteilchen oder nur sehr wenig mit durch den Milchfilter in den Tank gelangen. Nun wird die Kuh mit dem Melkgeschirr angehangen. Das Melkgeschirr pulsiert und dadurch kann die Milch über den Schlauch bis zum Tank laufen. Hier sieht man schön, wie die Milch rausläuft. Weiter geht's nun im Tankraum. Pünktlich um 20 Uhr, wie jeden zweiten Abend, fährt das Milchauto unserer Molkerei in den Stall. Unser Milchautofahrer Olli bereitet nun alles vor, damit die Milch abgepumpt werden kann. Als erstes schließt er dafür den Schlauch des Autos an unseren Tank an und lässt der Milch freien Lauf. Anschließend schaltet er die Kühlung aus. Er hat eigentlich alles selbst erklärt, allerdings ist es so laut beim Abpumpen, dass man ihn nicht gut versteht. Deswegen übernehme ich die Erklärung. Nachdem der Tank leer ist, schaltet er auch die Spülung des Tanks an, damit morgens beim Melken wieder alles sauber ist und die frische Milch in den Tank fließen kann. Nun sieht man, wie unsere Milch Liter für Liter in den Tank fließt. Man hat auch eine Temperaturanzeige, damit alle sicher sein können, dass die Milch auch ausreichend gekühlt wurde. Außerdem wird jede Milch von jedem Landwirten beprobt. Es werden die Inhaltsstoffe der Milch untersucht, aber auch Fremdstoffe, Hemmstoffe, Keimgehalt und Zellen. Und der Landwirt und die Molkerei können sich sicher sein, dass die Milch vollkommen in Ordnung ist. Nachdem ihr nun gesehen habt, wie wir die Milch melken und dass sie danach vom Milchauto zur Molkerei gebracht wird, seht ihr nun, was dabei herauskommt, nämlich die fertige Milch, die ihr überall im Supermarkt, aber auch beim Landwirten um die Ecke zu kaufen bekommt. Wir trinken die Milch am liebsten ganz pur, ohne irgendwas, morgens zum Frühstück, auch mal als Müsli. Aber ihr könnt zum Beispiel auch Butter oder Käse, Joghurt und all die anderen Milchprodukte, die es gibt, genießen. Und deshalb stoßen wir jetzt darauf an und freuen uns, dass wir wissen, wo unsere Milch herkommt.